Guten Tag, lieber FS-Schüler. Du hast dich hier verlaufen. Du bist bei Zachtronic Beats angekommen und wir wollen Let's Beat machen oder Let's Beat Making oder ich weiß nicht genau, wie ich das hier nennen werde. Dafür brauchst du FS-Studio und Nexus. Okay, Nexus brauchst du nicht unbedingt. Du kannst das Sytros alternativ benutzen. Ich benutze aber Nexus. Und nun machen wir mal zusammen ein Beat. Nexus hinzugefügt und die Party kann beginnen, nachdem der Computer es hier geladen hat. So. Als erstes suchen wir uns einen Bass heraus. Dafür gehe ich hier in die Bassabteilung. Hands Up Electronic Bass müsste das hier voll heißen, glaube ich. Und hier gibt es wunderschöne Sachen. Klingt doch fabelhaft. Aber zugegeben etwas hoch. Fast perfekt. Nun ist es perfekt. Wenn das nicht toll klingt, weiß ich ja auch nicht. Nun? Holen wir uns ein paar Kicks. Einer Kick reicht eigentlich. Flabby Kicks. Probieren wir mal aus. Die anderen können wir erstmal löschen. Die sind unnötig. Wow. So. Nun aktivieren wir noch den Loop-Button und die Party kann losgehen. Wir klonen den Bass und rename ihn. Dort schreiben wir jetzt einfach mal Melodie hinein und suchen uns ein anderes Instrument. Oh, fast perfekt. Nun beachten wir bei der Melodie, dass nichts zu nah an C rankommt, also dieser Ton hier wäre irgendwie tabu. Und dass wir C hier unten immer gleichzeitig mitspielen. Ist Hands-Up typisch und kann man ja mal ausprobieren. Okay, den Ton könnt ihr doch spielen. Und hier dann nochmal selber. We'll be right back.
das fehlt er trotzdem. Wir zerhackeln das mal ganz kurz. Aufnahmecheck. Und ja, wir sind schon 7 Minuten dabei. Die Bassnoten hier in der Melodie. Unsere eigentliche Melodie und mit den Bassnoten ebenso hier. So, den einfachen Teil hätten wir prinzipiell auch schon. Nun kommen wir zum schwierigen Teil, die Melodie weiterführen. Das heißt, eine zweite Melodie hier hinten ranzuhängen, die zur ersten harmoniert, der einfach weiter die Geschichte von der Melodie erzählen kann. Das ist ein relativ schwieriger Part. Weil man nicht möchte, dass der zweite Part so klingt wie der erste, aber wiederum auch nicht möchte, dass der zweite Part absolut anders klingt und dann gar nicht mehr dazu passt. Dafür führen wir die Bassline noch ein bisschen weiter fort, damit wir mehr Gefühl dafür bekommen. Okay, absoluter Fail, genau das wollte ich nicht. Viel zu abgehackt und passt nicht dazu. Wir können uns ja den ersten Teil hier übernehmen. We'll be right back.
Ganze kommt auch mal direkt in den Mixer. Einfach STRG L hier bei den Channel Settings drücken und wir haben das hier drin, so wie ich das habe. Und dann noch einen Equalizer hinzu und die Höhe ein bisschen mehr betonen. Okay, ein bisschen zu krass wäre das. Sagen wir mal so hier und machen das erstmal. Der Bass ist wohl doch nicht so perfekt, wie ich dachte am Anfang, denn ich muss ihn jetzt irgendwie ersetzen. Oh oh. Roter Bereich, gar nicht gut. Die Kick auf 100 und dann den Bass mal anpassen. Loop-Button wieder aus. Ab in die Pattern-List und Pattern-1, Split by Channel. Da wird jedem Instrument, wo bereits ein Ton drinne ist, nochmal ein extra Pattern zugewiesen. Zack, also hier hin. Und nun können wir das hier auch geteilt abspielen lassen. Aber zuvor möchte ich noch eine zweite Melodie einfügen. Und die wird auf anderen Basstönen basieren. Und mal sehen, wie das Ganze wird. Die Melodie wird eh eine andere, also weg damit. Jetzt nur noch die Basstöne hier von Finn. Okay.
das da müssen die Basstöne sein und die übernehmen wir jetzt einfach mal. Zack, zack und. Dann noch die Kick, mal den Kick oder was auch immer. Den Loop-Button. Ey, da hätten wir es ja schon. Das hier nochmal wieder runter. Ah, meine Ohren. Meine Ohren. Spaß. Gute Frage. Das und hier draus gemerkt, ich auch schon eine relativ nice Mellow machen, glaube ich. Da ich hier raus jetzt eine Mellow mache, mache ich mir wahrscheinlich richtig viele Feinde. Aber es klingt einfach zu simpel für mich. Es macht schon Spaß, hier rumzuklimpern.
Gut, wir hatten ja schon mal eine zweite Melodie. Wir hören uns mal kurz die erste an, weil es einfach so schön ist. Was kürzen wir, weil es sich wiederholt? Die Kick ist verbesserungswürdig. Sie ist viel zu lasch, viel zu unkickig eben. Nun haben wir einen Kompressor hinzugefügt, der die Frequenzen kompressiert. Wirklich. Okay, wir fangen hier relativ unprofessionell an. Dafür drücken wir hier erstmal M. Außer beim ersten. Gut. Nun da auch ein M und jetzt bei den Mitbändern. Bänden. Bändern. Es heißt Bändern. So, und dann noch die Horn. Gut. Blau ist schön. Nochmal Split by Channel. Ah, Kacke. Gut. Ah, weg damit. Und hier nochmal blau auswählen. Damit wir wissen, die beiden gehören zueinander. So, da wir jetzt schon zwei Melodien haben, können wir langsam mal mit dem Intro beginnen. Irgendwie hier kann man sogar Marks reinsetzen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich wusste es mal, aber habe es irgendwie vergessen. Wenn es jemand weiß, wie man hier bei den, also bei dieser Taktanzeige hier, Marks reinbekommt, also Zeichen irgendwie, dass man hier ein Intro, also bis dahin das Intro, sagen wir mal, machen möchte oder bis dahin das Intro gelten soll und bis dahin der Hauptteil und so weiter und so fort. Dann schreibt er mir das doch bitte per PN oder einfach in die Kommentare. Ich lese eigentlich alle durch, beantworte aber nicht alle. Und wenn es Fragen gibt, schreibt eine PN. Ich werde wenig Fragen in den Kommentaren beantworten, weil da einfach nur Spamming entstehen würde. PNs beantworte ich normalerweise alle. Insofern ich die nicht im Video eh schon erklärt habe, dann finde ich das einfach nur respektlos, dass ihr mir hier nicht zuhört und dann trotzdem eine Scheißfrage stellt. Aber gut, ich wollte mit dem Intro beginnen. Dafür holen wir uns erstmal eine Snare, eine schön saftige Snare für ein schön saftiges Intro. Ja, das ist doch absolut gar nicht saftig. Das ist absoluter Saft, konzentriert, was auch immer. Und ich bekomme langsam Durst, das ist ziemlich schlecht für ein Tutorial. Machen wir
das mal so. Hier habe ich hier nichts zu trinken bei mir stehen. Ach du Scheiße. Klingt doch fabelhaft. Sagen wir mal so. Wie nennen wir das? Der sagt Ui oder sowas. Ui, Ui, keine Ahnung, ich kann das nicht nachmachen. Wir nennen es Ui. Und laden das in den Mixer. So, Ui ist mir ein bisschen zu laut, machen wir leiser. Und da fehlt noch gewisser Nachklang. Dafür machen wir ein Delay rein, das ist eine Art Echo. Genauso klingt es, aber den Echo können wir auch leiser machen. Und ein Reverb, damit das Ganze mehr Hall bekommt. Das ist nicht direkt Echo, es ist einfach nur Hall. Also wenn es hallt, dann ist ein Reverb da. Das Ganze wie in der Kathedrale können wir es klingen lassen oder wie in einem Drum Room. Wir machen einen Drum Room. Ich glaube, daraus könnten wir sogar was richtig Nices machen. Das Intro. Wenn ich wüsste wo... Hier. Gut, probieren wir mal. So nice ist es jetzt. Mann. Kompliziert. Wir machen hier noch eine Bass hinzu. Könnten wir jetzt Intro-Melodie machen? Irgendwas Intro-Melodisches. Obwohl, wir wollten ja noch die Panflöten benutzen. Thank you.
Warum wollte ich denn unbedingt Techno machen? Das wäre doch jetzt viel schöner hier im Hip-Hop-Bereich oder R&B oder irgendwie sowas mit Liebe eben. Achso, und nur mal so, wenn irgendjemand noch Fragen hat zu meinen Beats bezüglich, ob er es benutzen darf oder nicht. Jeder darf meine Beats benutzen, also überall wo Capital Eagle steht oder diese ganzen Tutorials hier habe ich alle gemacht. Dürft ihr alle relativ frei benutzen. Ihr müsst nur darauf aufpassen, dass ihr irgendwo unseren Namen stehen habt, also Capital Eagles, oder eine Verlinkung zu unserem Kanal. Und dann dürft ihr machen damit, was ihr wollt. Außer ihr macht so eine Videos wie Capital Eagles sind ja voll scheiße. Das kommt nicht so gut an.
schön. War jetzt gar nicht geplant. Aber gut. Oh Gott, Bassnoten finden, Bassnoten, Bassnoten. Oh, doch nicht so schwer. Zack. Zack. Ma. Peter Pan und dann machen wir mal Peter Pan hier noch ein extra Mixer Channel bla. Versuchen, diesen ganzen Love-Dreck mit Hands abzumischen. Mehr Versuche ist es wert. Farbe machen wir mal rot für Liebe. Und nennen das Ganze mal um in Melody 3. Nee, Love. Das ist der Channel. Und hier natürlich nochmal die Farbe ändern. Gradient bla. Ich merke mal. Mal als Tastenkürzel, als C. Super. So, da wir die ganze Scheiße jetzt hier zusammenmischen wollen, machen wir folgendes. Wir splitten das hier noch ein bisschen mit dem Peter Pan und so. Dass wir erstmal weniger Töne haben und alles dazukommt. Langsam aber sicher ändern wir uns im Ende. Wirkt, machen wir mal einen Automation Clip fürs Tempo. Also fantastic drauf und dann Create Automation Clip. Und nun haben wir 140 stehen. 140 ist aber viel zu viel, da es ja erstmal mit so einem Love-Scheiß beginnen soll. Dafür hier erstmal darauf achten, dass, wie auch immer ich das hier nennen soll, eben ganz links ist. Also das, was ich hier bewege, das Goldene. und jetzt achte ich darauf, dass ich das hier schön groß habe, weil kleine Veränderungen machen richtig viel BPM weg. Und dann gehen wir mal hier auf 90 runter. Zack. Und da haben wir es auch schon.
verliere diesen Wert 140 sollten, bis sie am Ende werden. Mache ich hier Reststick auf den Punkt und dann Copy Value oder wie es auch immer auf Englisch ausgesprochen wird. Ich bin Asiate, ich muss kein Englisch können. Und das Ganze machen wir jetzt mal. Ja, bis hierhin. Mache ich nochmal Copy Value und dann noch, ja, bis dann noch diese Kurve hier weiter runter, damit es schön langsam bleibt. So, machen wir es hier mal wieder kleiner und es wird ein bisschen größer und okay, irgendwie müssen wir jetzt noch ein bisschen ja, feiner machen. Ich nehme mal, das sind die Basstöne. Die Basstöne kann ich einfach rausnehmen. Nee, die kann ich nicht rausnehmen. Welche Töne nehmen wir raus? Wir nehmen die hier raus. Das hier sind, glaube ich, die markantesten. Und die höchsten. Machen wir mal hier weg. Aber da muss man wieder den Bezug zur eigentlichen Melodie finden. Kacke. Egal, passt. Also was machen wir? Wir machen einmal die Melodie kurz, danach kommen ein paar Kicks und Drums dazu, die total emotional sind und alle Mädchen zum Weinen bekommen und dazu meine Platten zu kaufen. Und danach kommt der Techno-Part, die euch Jungs alle zum Feiern bringt und eben dasselbe. Gut, dann gehen wir mal in die Hip-Hop-Abteilung. Aus Techno raus und dann Hip-Hop. Snares. Dr. Dre. Komm. Da hätte ich jetzt Besseres erwartet. Aber gut, gehen mal lieber in Clubbing. Wunderschön. Jetzt nur noch eine saftige Kick. Und ich erinnere mich wieder daran, dass ich immer noch Durst habe. Dirty.
Kick und das hier, keine Ahnung, was das hier ist. Nennen wir einfach Würm, wie es da steht. Verarsche oder was? Wir sollten 140 jetzt sein. Scheiße. Gut, nach arbeiten. Ach, machen wir auf 146. Ha. Thank you.
Tschüss. Relativ gut. Sogar ein bisschen zu gut. Also besser als meine Erwartungen waren, als ich angefangen habe, dieses Video drehen zu wollen. Und wir verändern mal jetzt über die Tonlage ein bisschen, damit ich ein bisschen mehr Abwechslung habe und mir das Ganze relativ neutral nochmal von vorne anhören kann, um gewisse Extras einzubauen oder was auch immer. Intros, also Übergänge und so weiter mal später. 3, 2, 1.
Wir suchen mal lieber woanders. Mist. Ah, unglaublich hier. Haha, könnte man falsch verstehen. Nochmal. So. Dafür sind die Rides sehr scheiße, die sind hier wiederum besser. Ah, so viel rumgeklickt andauernd. Achso, kann man hier auch mit Snaps machen, aber bin ich irgendwie zu faul für. Alles hier nochmal runter und zurück in den Producer Mode. Also Bassdrum können wir gleich löschen. Zack, gelöscht. So, liebe Freunde der Beatmaker, Industrie, was auch immer. Also wer bis hierhin guckt, der muss echt ein Freak sein. Ich meine, wir nehmen schon 1 Stunde, 10 Minuten auf. Der hat wohl echt kein Leben, der hier zuguckt, wie andere Spaß haben. Nein, Spaß beiseite. Dritte Melodie dazu und dann müsste der Beat hier eigentlich auch schon voll bepackt sein mit lauter Melodien, wow. Die euch allen die Ohren zerstören. Dafür machen wir einfach mal einen Bass. Was machen wir hier rein? Wir machen sowas hier hinein. Passt auf. Das hier erstmal hier wieder ein bisschen zurechtschneiden. So, das hier. Danach. Nein, anders. Das hier. Ich weiß nicht, ob wir es in derselben Form schon haben. Ich glaube, wir haben das hier nur in der längeren Form. Nee, haben wir gar nicht. Haben wir es hier drin? Wow, haben wir noch gar nicht benutzt, diese Bassline. Gut, also das ist unsere neue Bassline, die super toll ist, um Hands-Up-Melodien zu machen, weil die ist einfach einer der geilsten Basslines aller Zeiten. Um euch das mal kurz zu demonstrieren, ich mache eine Basic-Melodie. Habe ich auch noch aus einem Tutorial geklaut, aber guck mal, wie simpel das hier alles geht.
Machen wir mal so hier, dann machen wir dasselbe nochmal hier, dasselbe nochmal da und auch nochmal hier. Und dann kopieren wir das hier nochmal und gehen hier hoch. Zack. Okay. Das hier ist absoluter Standard. Absoluter geiler Standard. Okay, das war kein Standard. Das ist Standard. So, easy. Machen wir das ja alles erstmal weg. Den ersten Ton werden wir wahrscheinlich immer gebrauchen. Obwohl, den hier nicht. Da wir wieder im Geschichte-Erzähl-Modus sind, muss die Melodie natürlich hier ein bisschen länger werden.
kommt jetzt hier ran. Nennen wir mal irgendwas Einfallsreiches. Melody 3. Bah. Das färben wir mal. Gelb haben wir noch nicht. Obwohl grün ist schöner. Grün. Und Skipper Channel und super. Können wir gleich mal löschen. Die Kick brauchen wir eh nicht. Und dann nochmal grün. Also ich würde das mit Tastenkürze machen. Es war Alt und C. Super. Alt und C. Okay, vielleicht anders. Nee. Alt und C. Ich verpasse das mal als Steuerung. Funktioniert auch nicht. Keine Ahnung. Haben wir... Ich glaube. Ja. Oh, warum ist das schon was? Hier, also diese Liebesmelodie, und dann müssten alle total erschöpft vom Tanzen sein und gehen schon raus, und das Auto ist eigentlich auch nicht so wichtig dann. Eine Stunde 20. Prinzipiell ist der Beat fertig. Jetzt kommen nur noch Kleinigkeiten, die ich hier über den Tracks immer einfüge, wie Effekte und so weiter und so fort. Intros, Outros, Übergänge, sowas eben. Gut, wer das noch gucken will, viel Spaß. Ich sag jetzt mal ein bisschen weniger. Sauber. So, F2 umbenennen in Crash. Zack. Beim Intro können wir auch ein bisschen leiser beginnen.
absolut übersteuert. Machen wir alles mal nochmal ein bisschen leiser hier. Was therapiert mich hier so? Das ist mein Wald. Klonen die ganze Scheiße hier, nennen das Ganze Chor. Eigener Channel. Und dann suchen wir uns noch ein Chorhaus. Vocoder, und hier haben wir ganz viel Voices. Übrigens, zum Kopieren, Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V, Steuerung A, um alles hier zu markieren, Steuerung C, um es in die Zwischenablage zu kopieren, und Steuerung V, um es wieder einzufügen. Erstmal eine neue Snare. Die geht mir auch auf den Sack.
Zack. Thank you.
einem extra Effekte-Channel, Effects. Und guck mal, was sich hier so anbietet. Wie kann man das hier einbauen? Nicht mehr im Takt, die Scheiße. Gut, Stretch.
Ich höre mir den ganzen Song nochmal von vorne an. Mach dafür alles hier ein bisschen anders. Ah, sagen wir mal einfach hier hin. Dann die dahin und so weiter und so fort. Und jetzt will ich mal hören, was wir so in knapp ja, einer Stunde und einer Dreiviertel so hier letzt gebietet haben. Ist war nicht. Thank you.
machen wir unseren allseits bekannten, coolen, super krassen Trick. Wir ändern einfach mal hier kurz ein paar Töne. So machen wir das hier. Dann das Ganze noch an der Baseline. Zack, raus damit. Den verschieben wir nach unten irgendwie. Das machen wir über Alt, Shift, nee, keine Ahnung wie. Steuerung Shift, ja, Steuerung Shift. Machen das hier schon mal hinein, machen das wieder raus und dann gehen wir hier rein und dann verschieben wir das wieder auf. Hoffentlich ist das nicht zu tief. Wir wären fertig. Naja, nicht ganz fertig, aber ich habe Durst. Also, viel Spaß beim eigenen Beatmaking. Ich hoffe, ich habe euch irgendwie hier in irgendeiner kleinsten Weise geholfen. Wenn ich euch nicht geholfen habe, dann schreibt bitte in die Kommentare, du kleiner, verfickter Huren, ihr wisst schon. Ja. Also für die Leute, die bis hierhin wirklich durchgeguckt haben, Respekt. Fast 2 Stunden durchgehalten. Und ich hoffe, ihr hattet wenigstens was zu trinken. Also, ja, die gute alte Scheiße. Abonnieren, liken und so weiter und so fort. Müsst ihr nicht machen. Könnt ihr machen. Wäre cool. Muss aber nicht sein. Also, ich verabschiede mich damit. The Electronic Beats, Capity Eagles. Wir hören uns.